Hey und willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute wieder mit einer kleinen Q-Man Review. Und zwar aus einem Set aus der Police Battle Force Serie und zwar Trace Scenes of Crimes. Mit der Set Nummer 1926-4. Altersempfehlung von Q-Man ist 6 Jahre plus. Man bekommt 3 Minifiguren, 165 Teile bei einem Preis von 5 Euro. Klingt schon mal soweit ganz gut. Hier oben haben wir dann noch einmal die Minifiguren abgebildet. Einmal Vincent, Rex und Erik ist dann der Verbrecher mit der Clownsmaske, welche mir ja auch ziemlich gut gefallen. Das ist dann die Rückseite. Hier gibt es nochmal andere Sets, halt so mit den anderen Nummern da, also 1, 2 und 3. Ja, hier nochmal Rückseite. Und da drin sind nochmal die Ersatzteile, die dabei waren. Die Anleitung, hier ist ein Faltblatt. So baut man die Minifiguren auf. Hier ist nochmal die Frontseite von der Verpackung. Wie man Q-Man baut, das wisst ihr ja wahrscheinlich schon lange. Die bereits gebauten Bauschritte werden entsättigt und die neuen Bauschritte in voller Farbe dargestellt. Aufkleber sind natürlich enthalten. Beim 5-Euro-Set ist es, denke ich mal, zu verkraften. Das würde ich sagen, fangen wir direkt mal an mit den Minifiguren und machen das hier erstmal ganz schnell durch. Und dann würde ich sagen, fangen wir hier erstmal an mit Rex. Rex ist der Motorradfahrer. Hat hier einen Helm, welcher bedruckt ist. Man kann hier auch das Visier nach oben klappen und den Helm natürlich abnehmen. Das ist eine Gesichtsbedruckung. Rückenbedruckung hat diese Minifigur auch. Sieht ganz schön aus. Handschuhe in ja, einem Türkis. Das ist eine teure Bedruckung und die Beinbedruckung gefallen mir auch sehr gut. Der Fokus möchte gerade nicht. So. Ausgerüstet mit einer Pistole mit Schalldämpfer. Schalldämpfer ist cool. Dann hört man nämlich nicht die Schüsse. Macht, denke ich, mal Sinn. Natürlich muss hier ein Hund dabei sein. Das ist bedruckt. Ganz normaler, ja, Lego City Hund, könnte man sagen. Habe ich jetzt auch schon reichlich von. Dann Erik, der Verbrecher mit der ja, Clownsmaske. Gefällt mir sehr gut, die Minifigur. Beinbedrohung, diese, ja, das Beinteil gibt es eigentlich auch schon oft. Torso-Bedrohung gefällt mir auch ganz gut. Schön bunt. Rückenbedrohung. Ausgerüstet mit einem Maschinengewehr. Ja, die Haare gefallen mir auch sehr gut. Kann man dann natürlich auch abnehmen und dann kann man hier die Maske irgendwie zur Seite drehen. Ich nehme es einfach mal kurz ab. So, Maske nehmen wir ab. Gesicht setzen wir nochmal drauf. Haare. Das ist dann der Erik ohne Maske. Sieht auch ganz gut aus, die Gesichtsbedruckung und das hier ist dann die Maske an sich. Gut, kommen wir hier nochmal zum schwer bewaffneten Vincent. Er hat auch einen Helm mit Bedruckung, einen schönen ja, Einsatzschild, bedruckt mit der Aufschrift SWAT, nehme ich ihn einmal kurz aus der Hand. Die Gesichtsbedruckung gefällt mir sehr gut, die Torsobedruckung ist schön aufwendig, gefällt mir auch sehr gut. Hosenbedruckung und Rückenbedruckung hat diese Minifigur nicht. Ausgerüstet mit einer AK-47, welche auch sehr schön detailliert und ausgearbeitet ist. Ja. Das hier ist dann noch im Set drinne, Motorrad und so ein Teil hier, so ein kleiner, ja, kann man halt mit hinstellen. Öl dran gefällt mir eigentlich ganz gut. Hier ist noch ein kleines Geländer und dabei ist dann noch dieses Rad hier, was dann hier irgendwie als Hinweis dargestellt wird. Ja, liegt halt auch dabei, kann man auf den Hydranten drauf tun oder so. Je nachdem. Also wer einen Hydrant braucht, kauft einfach dieses Set hier. Dann kommen wir dann aber zum Motorrad. Hier sind reichlich Aufkleber verklebt. Das, was man hier an Details sieht, sind Aufkleber. Ja, ist auch schon ordentlich eingestaubt. Steht wie gesagt schon ein bisschen rum. Ja, wir haben hier einmal einen Ständer, damit das nicht zur Seite fällt. Und dieses Rad hier, das kann man recht bewegen. Aber hier oben wird es gestoppt. Dementsprechend steht es auch hier. Ich sterbe, mal kurz die Kamera runter.
So, es ist, denke ich mal, jetzt besser. Ja, das Motorrad ist recht groß, also es hat keine wirkliche Minifigurengröße, es ist natürlich viel zu groß, aber es sieht ganz schön aus. Hier vorne, die Front, gefällt mir auch ganz gut. Das Rad hier ist nicht, also das Rad hier ist ein bisschen schief irgendwie. Ich weiß jetzt nicht, was da schief gelaufen ist. Hier von hinten ist der Auspuff. Mit Lenker natürlich. Kann man dann auch ja, die Minifigur reinsetzen. Den Rex. So. Dann sieht das so aus. Man sieht natürlich, das Motorrad ist um Welten zu groß. Ne? Ist klar, denke ich mal. Ganz interessant, dass hier nochmal die Setnummer drauf steht. Ah, komm, Fokus. Ja, das hier ist eine 6. Ja, jetzt erkennt man es. Ja, ist halt ein kleines Q-Man-Set. Rollt ganz gut. Eigentlich. Das Motorrad ist jetzt nicht das stabilste. Klar, man kann hier drücken und so, aber irgendwann fällt auch schon mal was ab. Ist kein Kobi, ist, denke ich mal, ganz klar eigentlich. Ja. Das war's dann hier auch eigentlich. Mehr ist das Set nicht. Karton, Anleitung. Würde ich sagen, war es das hier auch mit der kleinen Review. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.